Dann kommen wir schön auf miteinander. Für ein Startgebet. Oder für ein Weiterführungsgebet, vielleicht besser. Das ist ein steiles Lied, Jesus, das wir gesungen haben, dass du in unser Herz selbst hineinscheinen, in unser Leben selbst hineinscheinen. Aber das ist mein Wunsch für mich und für uns alle zusammen, dass du mit deiner Liebe und mit deiner Wahrheit zumindest in unser Leben einscheinst, dass du Sachen aufdeckst, dass du uns begegnest, vielleicht dort auch unbequem wirst, wo es nötig ist, wo wir Korrektur brauchen oder wo wir dein Anstossen brauchen. Mach unser Herz weit auf, dass das, was du uns heute möchtest, sagen, dass wir es annehmen können und dein Wort verstehen, das, was von dir ist und das, was nicht von dir ist, dass wir das einfach ganz entspannt können auf die Seite legen. Füll du uns mit deinem Geist und mit deiner Weisheit, Jesus. Amen. Danke vielmals. Hey, wir machen Chosen weiter heute. Wir haben jetzt noch den ganzen Juni, wo noch 3 Gottesdienste inklusive heute, wo wir nochmal Chosen, den Chosen nachgehen. Und ich will es heute ein bisschen anders machen als die letzten 2 Mal. Die letzten 2 Mal haben wir eine Geschichte genommen aus der Chosen, aus der Bibel aber. Und ja, die versucht so gut wie es geht auszulegen. Jetzt heute machen wir ein bisschen etwas anderes. Heute nehmen wir eine Szene von der Chosen direkt daraus raus, wo wir so nicht 1:1 in der Bibel finden. So. Und ich finde die Szene einfach mega bewegend und eindrücklich, vor allem auch, wie wir als Gemeinde unterwegs sind. Und ich habe euch die Szene mitgebracht. Schaut sie euch doch mal an, sie geht etwa 7 Minuten. Und es sind da drinnen tiefe biblische Worte drin eingepackt, die wir zwar eben nicht so 1:1 in den Evangelien finden, aber überlegt euch, was könnten das für Worte sein? Da geht's los. Was gibt es da so Wichtiges zu schreiben? Ich schreibe Rama. Und auf dem Fußgängerstreifen ist, kommt das Auto anzufahren, ihm entgegen. Und er ist ganz schnell, weil das Auto schnell kam, wieder zurück aufs Trottoir gegangen. In dem Moment hat das Auto angehalten. Und der Mann ist wieder rübergegangen auf die andere, probiert rüberzulaufen. Und in dem Moment, wo er wieder 2 Schritte auf dem Fußgängerstreifen setzt, gibt das Auto wieder Vollgas. Der Mann springt wieder zurück aufs Trottoir. Aber in dem Moment, wo er vom Trottoir ist, fährt das Auto, macht eine Kurve und zielt direkt auf ihn her. Er springt über, probiert auf die andere Strassenseite rüberzukommen, aber das Auto setzt zurück und schneidet ihm den Weg ab. Er geht auf die linke Seite. Das Auto fährt links, er geht auf die rechte Seite, das Auto fährt rechts. Und irgendwann bleibt er völlig verzweifelt, mitten auf der Straße stehen, völlig außer Atem. Das Auto fährt voll her, bremst 3-4 cm vor seinen Füßen mit quietschenden Pneu. Der Mann, der läuft ums Auto herum. Fahrer, wie sagt man, das Fenster wird abgekurbelt und der Mann ist recht überrascht, als er sieht, dass der Fahrer von dem Auto ein Eichhörnli ist. Das Eichhörnli schaut dem Mann nur in die Augen und sagt, jetzt weißt du endlich, wie es ist, ein Eichhörnli zu sein. Ich finde es ganz eine herzige Geschichte. Hey, die ist nicht echt passiert, gell? Genau. Ja. Es wäre doch interessant, wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe, zu erleben, wie es sich anfühlt, jemand anders zu sein. Jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Eichhörnchen, aber sonst irgendeine andere Person. In die Haut von irgendjemandem trainiert zu schlüpfen, das wäre doch spannend und genau. Um das geht es bei der Empathie. Das ist das Thema von heute. Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, das Eichhörnchen zu sein, um im Bild zu bleiben. Die Fähigkeit, Gefühl für jemand anderes zu verstehen und zu teilen. Es bedeutet, Verständnis haben für jemanden.
sensibel zu sein für jemanden und ein Empfinden zu haben für seine Gefühle und für seine Erfahrungen. Gesellschaftsforscher die stellen fest, dass es in unserer Zeit heute zunehmend so ist, dass wir Menschen in sogenannten Bubbles leben. Bubbles sind Blasen, auf Englisch übersetzt. Und so eine Blase ist, wir leben in einer Blase und wir verstehen, und das sagen Gesellschaftsforscher, wir kennen und verstehen unsere eigenen Gefühle, meistens unsere eigenen Einstellungen und vielleicht noch die von den Leuten, die auch in unserer Bubble drin leben. Also die Einstellungen und Gefühle und die Ansichten. Aber wenn es um Menschen geht, die anders ticken als wir, die in einer anderen Blase, in einer anderen Bubble leben, dann fällt uns das zunehmend schwierig. Das sagen Forscher, dass Menschen, dass wir als Mensch, als Gesellschaft, jeder Einzel uns immer mehr schwer tun, für Menschen, die außerhalb unserer Blase zu leben, Verständnis zu entwickeln. In der Psychologie gibt es sogar einzelne Leute, die für das Phänomen einen Begriff entwickelt haben. Und zwar reden viel oder zunehmend Leute im medizinischen Bereich, in der Psychologie, von Empathiedefizitstörungen. Was meint das? Empathiedefizitstörung meint genau das, dass man nicht in der Lage ist, über sich selber rauszugehen und sich auf andere einstellen, auf das, was andere Menschen erleben, speziell eben gerade Leute, die nicht so denken und fühlen und glauben wie sie selber. So, jetzt. Vielleicht müssen wir es noch ein bisschen präziser haben, das Ganze mit Empathie. Ich habe eine interessante Erklärung gefunden von Douglas Labier. Das ist ein Doktor von der Psychologie, Schriftsteller. Und ich habe euch das Zitat mitgebracht. Der sagt zuerst mal, was Empathie nicht ist. Er sagt, Empathie ist etwas anderes als Sympathie. Sympathie bedeutet, dass man die Situation einer anderen Person versteht, sie aber durch die eigene Brille betrachtet. Also man schaut die Person an, aber man hat den eigenen Filter drauf, die eigene Brille drauf. Und dann, je nachdem, halt, ich tue das jetzt ein bisschen ergänzen, je nachdem, ist sie einem angenehm oder nicht. So, das ist Sympathie. Im Gegensatz dazu ist Empathie das, was sie nur dann empfinden, wenn sie aus sich selbst heraustreten und in die innere Welt der anderen Person eintreten. Heißt noch können am Schluss? Können, genau. Also heißt, ich komme aus meiner eigenen Welt und tritt in die Welt ein von dem, was ich mit dem zusammen zu tun habe. Das ist Empathie. Dort können Sie, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dort können Sie ohne Ihre eigene Perspektive aufgeben oder zu verlieren, also ohne dass wir unsere Überzeugungen, so wie wir ticken, unseren Glauben, dass wir den verlieren, ohne dass wir das machen, können Sie die Emotionen, Konflikte oder Bestrebungen des anderen aus dem Blickwinkel der Welt dieser Person erleben? Also, um das hier auf dem Bild zusammenzufassen, es geht bei der Empathie eben nicht darum, um wie ich es sehe, wie ich fühle, was ich gerade so als erstes denke, um meine Erfahrung und um meine Erlebnisse. Der andere wird nicht zum Objekt von mir, wo ich ihn betrachte, sondern ich fühle mich in seine Situation ein. Das ist Empathie. Und diese Art von Einfühlungsvermögen,
diese Art von Einfühlungsvermögen zu entwickeln, das ist nicht etwas Einfaches, aber das ist das, was Gott von uns will, von uns als Kirche und von uns, wo wir ihm nachfolgen. Der Petrus, der sagt es im 1. Petrus so. Der sagt, schließlich sollt ihr alle einig sein, voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Es ist eine steile Stelle, gell? Uiuiui. Ich möchte gerne drei Schlüsselbegriffe rausnehmen. Ganz am Anfang. Der Petrus sagt, sind voller Mitgefühl. Das ist das eine, voll Mitgefühl. Dann barmherzig ist ein Stichwort, ganz am Anfang. Und demütig. Das ist Empathie. Vielleicht kommen wir ein bisschen von einer anderen Seite her. Wenn wir das Wort Liebe nennen, dann ist das ja manchmal ein bisschen anders. Gut. Die reagieren gar nicht, das macht mir Angst. Anders. Ist gut. Okay, ach, danke. Wenn wir das Wort Liebe nennen, ist das ja manchmal ein so ein diffuser Begriff. Nicht? Fast ein nebulös. Ich mache da so einen Nebel rundherum. So. Weil es manchmal so unkonkret ist, so unspezifisch, wenn es um Liebe geht oder so viele verschiedene Vorstellungen herrschen. Was ist Liebe? Der Petrus, das skizziert da mit ein paar ganz konkreten Worten, wie dass er sich Liebe vorstellt. Und er braucht eben für das, das Wort demütig. Und er braucht das Wort barmherzig. Warte mal schnell, einfühlen. Mitfühlend und barmherzig. So. Er definiert da, wie er sich Liebe vorstellt. Die Liebe, die Gott sich vorstellt für uns, ist, die fängt an mit Demut. Gott erwartet, dass wir demütig sind. Wenn wir mit Demut anfangen, dann heisst das, dass wir eigentlich wie beim Bewusstsein bleiben, dass wir Menschen jeder gelingt, der genau gleich viel Respekt verdient und die genau gleich viel Liebe verdient. Das ist Demut. Demut heisst, ich bin nicht etwas Besseres, ich bin nicht etwas Schlechteres als andere, sondern wir sind alle zusammen von Gott geliebt. Und Demut heisst auch, dass Gott Segen hat und nicht ich. Das ist Demut. Gott ist der König und nicht ich bin. Das ist Demut. Und mit Demut im Herz können wir nachher anderen gegenüber mitfühlend und barmherzig sein. Das ist Empathie. Das ist die biblische Definition von Empathie. Demütig, mitfühlend und barmherzig. Und eine der besten Möglichkeiten, anderen gegenüber mitfühlend und barmherzig zu sein, ist, dass wir versuchen, uns in ihre Lage hineinzuversetzen. Ich finde, es gibt ein schönes Sprichwort, das heisst, urteile nie über einen Menschen, bevor du nicht in seine Schuhe gelaufen bist. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Jetzt könnt ihr mir mal schnell eure Schuhe zeigen. Und jetzt muss ich recht geschickt sein. Das sieht gut aus. Darf ich schnell eine Schuhe von dir oder deine Schuhe schnell auslehnen? Das könnte. Ja, es ist gut. Du darfst dafür meine haben. Du
Ich habe extra die schlechten, grusigen Schuhe genommen. Das gibt Benefit für mich. Es ist aber super, dass ich auch da gerade so drin schleifen kann. Und geht das? Ah, knapp. Wir denken bei dir. Ich komme dann nachher wieder rüber. Stefan hat übrigens Geburtstag heute. Also, haben wir gehört, gell? Einfach, ihr dürft ihm nachher noch gratulieren, wenn er Lust hat. Hey, ihm gegenüber mitfühlend und barmherzig zu sein, wenn ich das will, da hilft es, wie ich seine Schuhe anlege. Ich meine das nicht so direkt, sondern ich meine es natürlich auf eine innerliche Art und Weise. Weil er mit seinen Schuhen ist in seinem Leben schon an ganz vielen Orten durchgekommen. Er hat ein ähnliches Schicksal wie ich, dass er nämlich als Aargauer im Kanton Zürich einen schweren Stand hat. Ist gut. Er hat eine Geschichte, genauso wie wir alle eine Geschichte haben. Wir haben unsere Verletzungen. Wir haben unsere Schutzzäune, unsere Sicherheiten, die wir in unserem Leben aufgebaut haben. Mitfühlend und barmherzig zu sein, bedeutet, dass ich versuche zu verstehen, wo ist der Stefan oder wo ist mein Gegenüber überall in seinem Leben durchgekommen und wo steht er jetzt momentan, was beschäftigt ihn, was bewegt ihn. Und das ist nicht einfach, sich so in eine Person hineinzuversetzen. Aber es bedeutet, empathisch zu sein, es bedeutet, mitfühlend zu sein und Barmherzigkeit zu leben. Vor ein paar Jahren hat Disney einen Film rausgegeben mit dem Namen Freaky Friday. Freaky Friday, ein voll verrückter Freitag, heisst der Untertitel. Und in diesem Film spielt Jamie Lee Curtis eine Witwe. Jetzt muss ich da mal schön meine Stifte ein bisschen versorgen. Eine Witwe. Und Lindsay Lohan spielt ihre jugendliche Tochter. Also zwei Damen in dem Film. Und Curtis, die Witwe, die steht kurz davor, ihre Verlobte zu heiraten. Aber ihre Tochter, die ist völlig nicht begeistert davon, von dieser Entwicklung. Und die beiden sind charakterlich das pure Gegenteil. Also völlig, völlig entgegengesetzt. Und das treibt die beiden fast in Wahnsinn. Und natürlich ständig Konflikt. Weil sowohl die Mutter wie auch die Tochter halt sehr wenig Einfühlungsvermögen füreinander haben. Jede konzentriert sich auf das, was sie will, auf ihre Bedürfnisse, auf ihre Situation. Und dann gibt es im Film eine mysteriöse Wende. Nämlich, plötzlich finden sich die beiden im Körper vom anderen wieder. Also die tauschen Körper. Und jetzt müssen sie plötzlich, ich bleibe jetzt im Bild, in den Schuhen der anderen Person laufen. Sie werden auseinandergesetzt mit dem, dass sie plötzlich in ganz schwierigen Situationen sind. Und der einzige Weg, wieder zurück in ihren Körper zu kommen, ist, dass sie eine selbstlose Tat machen füreinander. Und in diesem Prozess entwickeln die Mutter und Tochter natürlich völlig einen neuen Sinn für Respekt und für Verständnis füreinander, weil sie lernen, sich einzufühlen ineinander. Und wenn man überlegt, eigentlich wäre es noch interessant, wie man das machen könnte, wenn wir das auch zwischendurch machen könnten, so eine Freaky Friday-Erfahrung. Auf der anderen Seite, es hat ein paar Ehepaare, die sich anschauen. Eieiei, das sind jetzt ganz interessante Blicke, die ich hier gesehen habe. eigentlich wäre es doch schön, wenn wir das lernen können, voll von Mitgefühl sein, barmherzig sein, ohne so eine Erfahrung müssen zu machen, dass wir plötzlich irgendwo in einem anderen Körper stecken. Und ich glaube, es ist ein guter Moment, wo wir uns als Kirche, als Gemeinde können überlegen können, in was für verschiedenen Schuhen stecken wir überhaupt? Was für verschiedene Schuhe haben wir überhaupt an? Ja, wir machen uns zwei, drei kleine Gedanken dazu. Was für Schuhe haben wir überhaupt an, wenn wir miteinander auch zu tun haben? Können wir mal schnell beim Geburtsort anfangen? Wer von euch ist im Kanton Zürich auf die Welt gekommen? Habt ihr mal die Hand auf, alle die im Kanton Zürich auf die Welt. Zürich ist uns. Zürich, also gut. Das ist etwa die Hälfte
vielleicht nicht einmal, ja, mal ein bisschen. Wer von euch ist zwar nicht in Zürich, aber doch in der Schweiz auf die Welt gekommen? Könnt ihr mal die Hand aufheben? Also in der Schweiz, aber nicht Zürich. Okay. Wer von euch ist nicht in der Schweiz auf die Welt gekommen, sondern irgendwo im Ausland? Oh, interessant. Sehr interessant. Und der Punkt ist doch der. Es kann niemand etwas dafür, wo er auf die Welt gekommen ist. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Aber je nachdem hast du völlig andere Vorbedingungen bekommen, je nachdem, wo du auf die Welt gekommen bist. Völlig etwas anderes, völlig eine andere Schuhgröße. Weil vieles, wie wir denken, wie wir reagieren, wie wir handeln, hat einfach mal mit der Schuhgröße zu tun, wo wir herkommen. Die Sprache, ich meine, die einen Dialekte sind extrem unsympathisch, nicht? Aber ich meine, kannst du auch nichts dafür. Und ich glaube, darum ist es super gut, wenn man auch mit den Aargauer sympathisch ist. Wobei Aargau ist schon ein schöner Dialekt, gell? Ich finde schon. Ja, ich finde wirklich. Hey, vielleicht können wir noch Zeit nehmen, wenn wir auf die Welt gekommen sind. Kann ich schnell fragen, wer von euch ist in den Kriegsjahren, also Zweiten Weltkrieg, oder noch so ein bisschen in den Nachkriegsjahren bis irgendwie 55, wer ist denn auf die Welt gekommen? Könnt ihr mal die Hand aufheben? Okay. Danke vielmals. Wer von euch ist in der Flower Power Zeit auf die Welt gekommen? 60er, 70er Jahre so. Wer ist dort auf die Welt gekommen? Uiuiui. Hey, und wer von euch warte mal schnell, wie muss ich das formulieren? Wer ist auf die Welt gekommen und es hat schon mindestens das Windows 95 gegeben? Also 1995 und drüber. Wer ist dort auf die Welt gekommen? Wo hat es mindestens schon das Windows? Okay, oben hat es auch noch ein paar. Hey, das ist ein riesen Unterschied. Jetzt musst du dir mal vorstellen. Du bist in den Nachkriegsjahren, in den Kriegsjahren oder in den Nachkriegsjahren auf die Welt gekommen. Jeder, der dort auf die Welt gekommen ist, hat Kalorien geschätzt, wenn irgendwo Kalorie auf dem Teller war. Das war wertvoll. Das hat etwas bedeutet. Dass man etwas zu essen hatte. Das ist etwas Wichtiges, etwas super Wichtiges, das war entscheidend. Hey, jetzt kommen wir und in unserer Zeit heute, hat es ganz anders als in dieser Zeit dort. Kalorien und Hülle und Fülle. Und manchmal ist es gut für unsere Gesundheit, dass wir in unserer Zeit den Teller nicht aufessen. Und viele Junge wachsen mit dem Sinn auf. Und jetzt gehen wir oben ins Tischlein deck dich und jetzt kommen die Generationen zusammen und der Schnösel dort oben lässt den Teller einfach isst nicht auf. Verstehst du? Da kommen Welten aufeinander zusammen. Obwohl es der Schnösel eigentlich ganz gut meint. Es gibt so viele verschiedene Situationen, wo wir drin gelebt haben oder heute noch drin leben und wir können nicht alles durchgehen oder alle Schuhgrössen und Schuharten. Aber die Unterschiede sind gigantisch, wirtschaftliche Unterschiede, auch unter uns. Es gibt solche, die sehr aufs Geld aufpassen müssen. Und dann gibt es andere, wo der Fünfliber relativ locker im Portemonnaie sitzt. Und das ist nicht wertend, sondern das ist einfach so. Es gibt Unterschiede in die Familie. Verheiratet, alleinstehend, geschieden, verwitwet. Das sind völlig verschiedene Schuhe, die wir anhaben. Oder auch Familien ohne Kind. Familien, wo Kinder schon flügge sind, aus dem Nest rausgeburzelt sind. Familien mit lieblichen Kind, Pflegekind, Adoptivkind. Ganz verschiedene Schuhe. Ganz verschiedene Schuhe. Gesundheitlich, körperlich, geistig gibt es ganz so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Emotionale, psychische Herausforderungen sind mitfühlend und barmherzig in aller Demut. Empathie zu leben, Mitgefühl zu haben für andere Menschen, das ist nicht einfach so etwas, was schnell passiert, wenn wir dort am Ausgang schnell aneinander vorbeispringen. Sondern das ist etwas, was uns Kraft kostet. Das ist eine Herausforderung, gerade weil wir in so vielen verschiedenen Schuhen drinstecken.
Und aus dem Grund, weil es schwierig ist, passiert es immer wieder, dass sich viele dafür entscheiden, es gar nicht erst zu probieren. Sie tauschen Empathie gegen Apathie aus. Und es kann durchaus vorkommen, dass es Richtung Empathiedefizitstörung sich entwickelt. Darf ich an diesem Punkt ganz direkt sein und ehrlich sein? Das ist keine Option für jemanden, der mit Jesus unterwegs sein will. Das ist nicht eine Option für jemanden, der es ernst meint mit dem Glauben und mit Gott und mit der Bibel. Empathie ist etwas Wichtiges. Der Paulus, der schreibt im Kolosser 3, Vers 12, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören. Also, weil Gott euch erwählt hat, in sein Team zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das ist auch nochmal eine ziemlich intensive Stelle, wenn wir das wirklich ernst nehmen wollen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es sind sehr ähnliche Worte, wie der Petrus vorher gebraucht hat. Es kommt Liebe vor, es kommt Barmherzigkeit vor oder Erbarmen kommt vor und Demut. In einer Predigt von David Owens, von ihm habe ich auch Gedanken zu dieser Predigt von heute, habe ich die eindrucksvolle Geschichte gelesen von der Ruby Bridges. Ihr seht hier das Bild. Sie ist in einer Schule in New Orleans die erste afroamerikanische Schülerin überhaupt gewesen. Das war 1960 gewesen. Und sie hat 1960, dort war die junge Dame 60 gewesen, mit einem Kinderpsychologe über mehrere Monate Gespräche geführt. Das ist der Robert Coles, der mit ihr geredet hat. Und eben nochmal, sie bzw. ihre Eltern haben wollen, dass sie in eine weiße Schule kommt, als Afroamerikanerin. Aber viele weiße Menschen haben sie verspottet und nicht nur das, sie haben sie sogar die 6-Jährige mit dem Tod bedroht. Jetzt in einem von diesen Gesprächen mit dem Coles sagt die 6-Jährige Ruby, dass sie Mitleid mit den Leuten hätte, wo sie versuchen zu töten. Der Coles, der hat das Gefühl, er höre nicht richtig und hat gefragt, was? Die tun dir leid? Und Ruby hat geantwortet, meinen sie nicht, dass die mein Mitleid brauchen? Hey, das finde ich ganz krass. Ein 6-jähriges Mädchen, wo im Angesicht, wir können uns das schwer vorstellen, in unserem Breitengrad, wir, die den Konflikt schwarz-weiß nur beschränkt kennen, wenn dir jemand so an Karren fährt, wenn dir jemand so offen dich konfrontiert mit Feindschaft und nachher meinen sie nicht, dass sie mein Mitleid brauchen. Sind nachsichtig und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Ich habe enormen Respekt vor Leuten, vor Personen, die gerade in einer spannungsvollen Situation oder in einer Situation, wo ihnen der Wind richtig von anderen Personen richtig fest in die Segel bläst, wo es schaffen, die anderen Schuhe anzulegen, den Schuhwechsel zu machen, empathische Liebe zu leben. Ich habe unglaublich Respekt vor solchen Leuten, die das schaffen. Aber ich glaube, das will Gott, das will Jesus, dass wir das machen. Meinen Sie nicht, dass die mein Mitleid brauchen? Und wenn wir uns die Situation vielleicht ein bisschen vor Augen führen, dass da so eine junge Dame ist oder auch ganz allgemein irgendjemand, der konfrontativ wirkt, dann kommt uns vielleicht der Gedanke auch an Jesus, wenn er dort am Kreuz gehangen ist. Dort, wo er Vergebung geschaffen hat, wo er Erlösung geschaffen hat, Befreiung für uns, dass wir mit Gott in Kontakt treten können, dass er
uns annimmt in seine Familie, was betet Jesus dort? Was sagt er? Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Empathie. Er sieht die Menschen, die ans Kreuz gehalten haben und sagen, Vater, sie wissen ja gar nicht, was sie machen. Vergib ihnen, bis ihnen gnädig. Stark. Und ich glaube, ein gutes Beispiel. Jesus hat das klar gemacht, weil er einfach das seine Art war. Aber er hat uns auch ein Beispiel gegeben, wie er das wette von uns. Jetzt, was passiert denn eigentlich, wenn wir auf eine empathische Art Menschen begegnen? Vielleicht gerade, wenn sie gegen uns sind. Oder vielleicht gerade, wenn wir das Gefühl haben, sie sind Konkurrenten, sie sind Feinde oder Gegner. Was passiert? Und jetzt kommen wir zu den Chosen zurück. Am Anfang haben sich die beiden Frauen ja einfach in ihren Bubbles bewegt, um im Bild hier auch noch mal zu bleiben. Sie haben sich miteinander verglichen, sie waren neidisch gewesen, sie haben einander verurteilt und dann aber plötzlich ist eine Tür aufgegangen. Sie haben angefangen, sich füreinander zu öffnen, sie haben angefangen, einander zuzulassen, sie haben einander angefangen zu verstehen und sind demütig geworden und barmherzig und mitfühlend. Dort, wo sie bei sich bleiben stehen sind, und das ist, glaube ich, ganz allgemein so, wenn wir bei uns bleiben stehen, dann nehmen die Spannungen zu. Dann tun wir mehr vergleichen. Wir fangen an, uns zu verurteilen. Aber in dem Moment, wo wir empathisch werden, wo wir das Mitfühlende, Barmherzigen und Demütigen erleben, dort kommt die Kraft. Jetzt muss ich hier schnell die hier nehmen. Dort kommt die Kraft von Gott trainieren. Dort fängt Gott mit seiner Wesensart an, unsere Beziehungen zu verändern und zu prägen. Dort ist eben nicht mehr die Atmosphäre vom Verurteilen, vom Urteilen, sondern dort passiert Versöhnung, dort passiert Frieden und dort kommt seine Kraft trainieren. Und ich glaube, also ich auf jeden Fall für mich, das brauche ich. Und ich glaube, wir als Gemeinde, wir brauchen das. Und jetzt ist es vielleicht so, dass während dieser Gedanken, dass dir 1, 2, 3 Personen durch den Kopf gegangen sind, wo du denkst, hoffentlich hat der oder die das gehört. Vielleicht Ehepartner oder sonst irgendjemand, wo du von ihm erlebst, dass er jetzt nicht unbedingt gerade so die Empathie-Person ist. Hoffentlich hat er das gehört. Das ist ein gefährlicher Gedanke. Hoffentlich hat der oder die das gehört. Weil es kann ganz gut sein, dass jemand vielleicht an dich gedacht hat in den letzten paar Minuten. Und dass er hofft, dass du es gehört hast. Ich glaube, es ist darum auch ein gefährlicher Gedanke, weil du kannst nicht jemanden dazu bringen, dass er empathisch dir gegenüber ist. Der Petrus und der Paulus sagen nicht, lass du dich empathisch von anderen behandeln, sondern sag, du machst es. Du bist es. Aus einem einfachen Grund, weil du eben die anderen nicht kannst verändern. Du kannst nur dich verändern. Und es kann sein, dass wenn du empathisch bist, wenn du die Empathie lebst, dass die Kraft von Gott in die Beziehung hineinkommt und so etwas Grosses passiert. Das ist die Chance, die wir haben. Darum machst du. 3 kleine Tipps zum Schluss. Wie kann man das konkret machen? Stell dich auf den gleichen Boden. Der Petrus und der Paulus haben immer wieder von Demut geredet in diesen Versen. Demut heisst eben, dass ich nicht mich als etwas Besseres fühle als jemand anderes, dass ich nicht aufeinander runter schauen muss, auch nicht rauf schauen, sondern wir sind auf der gleichen Ebene, auch vor Gott, und das ist gut so. Der andere braucht Jesus, ich brauche Jesus. Gleiche Ebene. Das ist die erste, stell dich auf den gleichen Boden. Das zweite ist, unterstell einem anderen etwas Gutes. Gerade in Spannungen ist häufig doch unsere Reaktion, dass wir das Gefühl haben, der andere, der will jetzt irgendwie etwas Böses oder hat etwas Böses an sich. Und es passiert sehr schnell in so Konfliktsituationen, dass der andere eben zu einem Feind wird und wir ihm irgendetwas Böses unterstellen. Und natürlich, es gibt böse und gemeine Leute, ja, die gibt es. Aber gerade wenn wir als Kirche unterwegs sind,
also ich erlebe es auf jeden Fall so, dann sind das Menschen, die meistens das Gute wollen, die edle Absichten haben, aber die halt einfach dummerweise andere Schuhe haben als ich. Ja, aber kann ich auch nichts dafür. Darum mal davon ausgehen, dass der Nächste das Gute meint und will. Und das hilft fest, zum empathisch zu sein. Und das Letzte noch. Lass zu und frag nach. Ich glaube, eine der empathischsten Aufforderungen ist, erzähl mir mehr darüber. In einem Gespräch, dass ich nicht gerade sofort reagiere, wenn jemand etwas erzählt hat von mir und von meinen Geschichten und wie ich das Ganze sehe, und, sondern wie ist das gewesen? Kannst du mir erzählen, wie bist du zu dem gekommen? Was ist nachher passiert? Was ist rundum passiert? Das sind alles Fragen, die uns helfen, die Schuhe vom Nächsten zu verstehen. Also die drei kleinen Tipps, wenn du wettest, dass die Kraft von Gott in dein Leben auch reinkommt, mitfühlend und barmherzig zu leben, demütig aufeinander zuzugehen, dann probier das mal aus. Wir kommen zum Schluss und ich habe mir überlegt, wir könnten ja eigentlich mit einer Freaky Sunday-Erfahrung abschliessen. Vielleicht jetzt nicht, dass wir Körper voneinander tauschen, aber wenigstens die Schuhe. Und erst dann, wenn wir irgendetwas Empathisches füreinander machen, dass wir die eigene Schuhe wieder zurückbekommen. Ich habe mir überlegt, das könnten wir doch eigentlich machen. Dann bin ich wie, habe ich mir überlegt, wie könnte man das konkret machen. Dann müssen wir hier alle die mit der Schuhgröße 35. Komm, wir lassen es sein. Ich würde vorschlagen, dass wir etwas Empathisches machen füreinander und das Schuhtäuscheln weglassen. Und ich würde eigentlich gerne den Gottesdienst so schliessen, dass wir das Dritte, das Vierte zusammensitzen oder zusammenstehen und dass ihr ganz kurz ein Gebetsanliegen austauscht. Das ist vielleicht etwas, wo ihr dankbar seid dafür, etwas, wo ihr in der nächsten Woche euch begegnet, wo ihr eine Herausforderung habt. Wichtig, es soll etwas Kurzes sein. Ein, zwei Sätze, wenn jemand drei oder mehr Sätze braucht, dann könnt ihr euch in Schuhe nehmen, um die Schuhe zu behalten und zu dem anrühren. Also es soll wirklich, nein, natürlich nicht. Es soll wirklich, bitte, macht es kurz. Und dann stehen ihr zusammen und dann betet ihr füreinander. Und auch dort maximal eine halbe Minute beten. Wirklich, sonst werden wir nicht fertig. Und dann komme ich wieder böse Mails über von Leuten, die den Broten anbröteln. Nein, einfach machen wir bitte zügig. Und dann ist es so. Ich weiss das. Es gibt Leute, die nicht gerne laut beten. Die können leislig beten, das zählt auch. Und die nicht gerne leislig beten, die müssen auch nicht beten. Das ist auch völlig okay. Schön wäre einfach, wenn jeder ein kurzes Gebet für sein Anliegen überkommt. Also, dass der wirklich, und jeder darf etwas erzählen, jeder darf zwei, drei Sätze sagen und eben machen es wirklich so, sagen, hey, ich habe nächste Woche eine Operation, bitte betet für mich. Oder, ah, ja, gestern, weiß auch nicht. Wir hatten gestern so einen lässigen Abend gehabt, hier mit dem Unioke und so. Ich bin einfach Gott mega dankbar dafür. Behaltet es bitte kurz. Und dann ist es ja dann vielleicht so, wenn wir die kurze Zeit abgeschlossen haben, dass ihr nachher sagt, hey, du hast vom Unioke erzählt von gestern, erzähl mir mehr davon, es interessiert mich. Dann haben wir nachher eine wunderbare Möglichkeit, um miteinander noch austauschen. Bis mitfühlend und barmherzig. Bis demütig. Ich stelle mir vor, wie das ist, wie wir das miteinander leben. Ich finde, wir machen schon, oder dir machen schon, wir machen viele Sachen mega gut. Aber stell dir mal vor, die Kraft von Gott, die ist in unseren Beziehungen. Die Annahme und die Liebe ist in unseren Beziehungen. Es passiert ganz Grosses. Also, jetzt wäre eure Aufgabe, schaut das Dritte, das Vierte. Das wäre schön, wenn ihr zusammen tun könnt. Geht schnell durch, jedem ein kurzes Anliegen. Und nachher, wenn ihr die Anliegen austauscht habt, jeder kurz beten und nachher geht es weiter mit dem Schlusslied.